Guten Tag. Wie ihr seht, bin ich nicht im Christhaus, sondern bei mir zu Hause. Die Aufnahme dieser Predigt heute Morgen beim Gottesdienst ist leider fehlgeschlagen, deswegen jetzt auf diesem Weg. Nun aber zur Predigt. Viele von uns haben hohe Erwartungen. Hohe Erwartungen an uns selbst, an das, was wir leben, leisten, erreichen. Unser Predigttext von heute lädt uns dazu ein, hohe Erwartungen zu haben, aber nicht an uns selbst, sondern an Gott. Achtet doch bitte beim Hören des Textes darauf, wie wir hier eingeladen sind, Erwartungen an Gott zu haben. Hesekiel 36, Vers 24 bis 28. Wenn ihr eine Bibel greifbar habt, dann schlagt bitte mit auf. Hesekiel 36, 24 bis 28. Gott spricht zum Volk Israel: Ich werde euch aus den Nationen holen und euch aus allen Ländern sammeln und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist, neuer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch ein Gott sein. Habt ihr gemerkt, wie oft hier vom Ich Gottes die Rede ist? Gott sagt, ich werde euch aus den Nationen holen und in euer Land bringen. Ich werde euch von all euren Götzen reinigen. Ich werde euch ein neues Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Ich werde euch zum Gott sein. Auf Gottes Ich kommt es an, darauf, wer er ist und was er tut. Das zieht sich durch die ganze Bibel. Gott ist der primär Handelnde, von dem Heil und Leben und Zukunft abhängen. Das ist ein wesentlicher Schlüssel zum Lesen der Bibel, dass wir erst einmal hinschauen, was über Gott ausgesagt wird, wer er ist, was er tut, und dann unser Leben in diesen Kontext stellen und ihm darauf eine Antwort geben. Lasst uns kurz in den Kontext von Hesekiel 36 eintauchen. Es ist das 6. Jahrhundert vor Christus. Das Volk Israel ist in einer tiefen Krise, nachdem die damalige Großmacht Babylon es besiegt hat. Die Babylonier sind in ihr Land einmarschiert und haben sogar Jerusalem, die Stadt Gottes, eingenommen. Eine erste Gruppe von Israeliten wird nach Babylon ins Exil geführt, andere werden später folgen. Und zu diesen Exil-Israeliten gehört auch der Prophet Hesekiel. Er wird von Jerusalem weit weg nach Babylon mitgenommen ins Exil. Und so sind seine prophetischen Worte an die Israeliten im Exil gerichtet. In seinen Worten malt er dem Volk deutlich vor Augen, dieses Exil ist selbst verschuldet. Denn sie haben nicht auf Gott gehört, haben sich von seinen Wegen abgewandt, sind ihm untreu gewesen, sind anderen Göttern nachgelaufen. Immer und immer wieder hat Gott sie zur Umkehr gerufen, aber sie haben nicht gehört. Und so kommt das angekündigte Gericht über sie. Und nun sind sie im Exil. Alles scheint verloren. Die Exil-Israeliten drücken es selbst so aus. Kapitel 37, Vers 11. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Was für eine Hoffnungslosigkeit! Und damit liegen sie nicht so falsch. Denn Gott selbst beschreibt in Hesekiel 37 die Situation seines Volkes als die eines Tals voller vertrockneter, toter Gebeine. In diese hoffnungslose Situation hinein spricht Gott ein Wort der Hoffnung.
ein Wort des Lebens. Er schenkt eine neue Zukunftsperspektive, eine Perspektive, die sich ganz an Gottes Ich festmacht, an seinem Handeln. Bevor ich dieses Wort der Hoffnung weiter entfalte, lade ich zu einem Moment der Stille ein. Wofür brauchst du gerade Hoffnung, wenn du auf dein Leben schaust? Wofür brauchst du gerade Hoffnung, wenn du auf dein Leben schaust? Gott schafft eine neue Zukunft, darum geht es hier. In den Worten von Hesekiel wird uns die schöpferische Kraft des Geist Gottes vor Augen gemalt. Die hier verheißene Zukunft ist nicht nur so ein wenig besser. Nein, Gott schafft durch seinen Geist wirklich Neues. Es wird hier zum Beispiel sehr deutlich, wenn davon die Rede ist, dass Gott ein neues Herz und einen neuen Geist schafft und schenkt. Hier klingt die Schöpfungsgeschichte mit an. Dort wird beschrieben, wie Gott Staub von der Erde nimmt, daraus den Menschen formt. Und dann bläst er seinen Atem, den Atem des Lebens, in diesen Klumpen Erde hinein. So wird der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Nachzulesen, 1. Mose 2. Was für eine Schöpferkraft, die aus dem Nichts Leben hervorruft. Ganz eindrücklich malt Hesekiel es dem Volk Israel vor Augen, wenn in Kapitel 37, also gleich nach unserem Predigtext, folgende Vision weitergibt. Hesekiel sieht ein Tal voller Skelette, voller vertrockneter Knochen, menschliche Überreste. Sie stehen für das Volk Israel. Und zu diesen menschlichen Überresten redet Gott. Da hinein gibt er seinen Atem, seinen Geist, und diese toten Gebeine werden wieder lebendig. Was für ein Gott, dessen schöpferische Kraft bis in das Totenreich hineinwirkt. Was für ein Gott, dessen Stimme selbst Tote hören können. Es ist die Kraft des Schöpfers, der neues Leben schafft. Es ist seine Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Es ist die Kraft des Geistes Gottes, der heute noch in unserer Welt und in unserem Leben wirkt. Und so verheißt Hesekiel den Israeliten im Exil, dass Gott eine neue Zukunft für sie schafft. Und wenn man sich hier den etwas größeren Kontext anschaut und nicht nur die paar Verse, die wir hatten, wird deutlich, dass hier eine recht umfassende Schau einer neuen Zukunft vor Augen gemalt wird. Da geht es darum, dass Gott aus dem Exil zurückbringt in ihr eigenes Land, dass die Heimatstädte, die in Trümmern liegen, wieder aufgebaut werden, dass es gute Ernten gibt, die Bäume Früchte tragen. Aber das hat alles eine Zielrichtung. Es ist alles nicht losgelöst von Gott, sondern Gott beendet hier seine Zukunftsbeschreibung mit den Worten, Vers 28, ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Das ist die Sprache des Bundes. Hier wird eine verbindliche, andauernde Beziehung ausgedrückt. Und diese Gemeinschaft Gottes mit den Menschen, das ist der Zielpunkt seines Wirkens. Das will Gott und das macht er möglich. Dafür reicht es nicht, dass Gott die Umstände verändert, sondern das Herz der Israeliten braucht Veränderung. Gott muss an ihnen selbst wirken. Und so spricht Hesekiel von Gottes Vergebung, hier beschrieben als Reinigung durch Wasser, Vers 25. Ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Gott wird die Israeliten reinigen von allen Götzen, von all dem, worauf sie ihr Vertrauen gesetzt haben, statt ihm zu vertrauen. Er schenkt die Möglichkeit der Vergebung. Vergebung. Ohne dass es eine Antwort auf unsere Schuld gibt, gibt es keinen echten Neuanfang, kein neues Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Bei Gott finden wir Vergebung immer wieder neu. Neuanfang. Aber Gott schenkt mehr als Vergebung. Er schenkt Verwandlung, Veränderung im Inneren, ein neues Herz
durch seinen Geist. An der Stelle lade ich euch ein, einen Moment innezuhalten. Willst du das? Willst du, dass Gott an dir, in dir wirkt, um Neues zu schaffen? Oder geht es dir vor allem darum, dass Gott deine Umstände verändert? Wofür betest du in den Herausforderungen deines Lebens? So schnell denken wir, das Problem sind die Umstände. Problem sind die anderen. Wenn sich da was ändert, dann würde es uns gut gehen. Und wir sehen nicht, dass wir selbst auch Veränderung brauchen. Ja, wir dürfen Gott bitten, in die Umstände unseres Lebens und unserer Welt einzugreifen. Aber lasst uns ihm unser Herz nicht vorenthalten, damit er in uns wirken kann, in uns Neues schaffen kann. Gott schafft eine neue Zukunft. Sein Ziel ist Leben in der Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott in all seinen Facetten. Und auf dem Weg dahin wird hier sehr deutlich, dass das Wirken des Heiligen Geistes im Menschen eine wesentliche Rolle spielt. Gott schafft Neues in uns. Lasst uns das noch mal ein wenig genauer anschauen. Ich lese uns noch mal die Verse 26 und 27. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. Letzte Woche wurde bei mir eine Herzultraschalluntersuchung gemacht, zur Kontrolle, alles gut. Und mich hat total fasziniert, meine Herzmuskeln schlagen zu sehen. Und dann auch noch zu hören, wie das Herz pumpt. Und zu spüren, ich lebe. Wie anders, wenn auf diesem Ultraschallbild nur ein regungsloser Stumpen zu sehen gewesen wäre. Gott schenkt uns durch seinen Geist ein fleischernes Herz, ein lebendiges Herz. Was ist damit gemeint? Es geht hier nicht um unser biologisches Organ, obwohl auch das ein Geschenk von Gott ist. Es geht auch nicht um schöne, gute Gefühle, das, was wir oft mit dem Herzen verbinden, so rund um das Thema Liebe im weitesten Sinne. Im hebräischen Denken ist das Herz der Ort der Willensbildung und der Entscheidungen. Es ist das Kontrollzentrum. Da heraus fließt dann alles andere. Und so führt die Erneuerung des Herzens auch dazu, Vers 27, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und sie tut. Die Erneuerung des Menschen beginnt im Innern, entfaltet ihre Wirkung, aber dann im Handeln und im Tun. Es ist also eine Bewegung von innen nach außen. Und Hesekiel stellt das steinerne Herz und das fleischerne Herz gegenüber. Ein steinernes Herz, das ist kalt, hart, unsensibel, verschlossen. Es verschließt sich für Gottes Liebe, es ist nicht offen für Gottes Stimme und wird so auch hart und unbarmherzig gegenüber anderen. An anderer Stelle in der Bibel wird von einem eigensinnigen Herzen gesprochen. Sturheit, Eigensinn. In diesem Eigensinn geht der Mensch seine eigenen Wege, meint es besser zu wissen als Gott. Da ist kein Raum, um auf Gott zu hören, sich auf seine Wege einzulassen. Ein fleischendes Herz hingegen ist lebendig. Es ist weich, da kann sich etwas einprägen. Es ist empfänglich für Gottes Liebe, offen für sein Reden, bereit, das Erkannte umzusetzen. Dieses Herz ist lebendig von Gott her und zu Gott hin. Und nun sagt Gott, ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. In Jesus haben auch wir Anteil an dieser Verheißung. Bald feiern wir Pfingsten. Wir feiern, dass alle, die an Jesus glauben, das Geschenk seines Geistes empfangen. Wenn du an Jesus glaubst, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Diese lebensverändernde Kraft, die selbst noch angesichts vom Tod Neues schaffen kann. Wenn Gott Jesus von den Toten auferwecken konnte, dann wird er nicht vor deinem Leben
und deinen Problemen stehen und sagen, das ist mir aber jetzt zu schwer. Hier kann ich nichts ausrichten. Er wird nicht auf dein Herz schauen und sagen, das Herz ist einfach zu hart. Da kann auch ich nichts machen. Da gebe ich auf. Nein, Gott schafft Neues in uns durch seinen Heiligen Geist, der in uns wohnt. Die vollständige Erfüllung dieser Verheißung steht noch aus, aber Gott wird mit uns zu seinem Ziel kommen. Eines Tages wird unser Herz ganz im Einklang mit seinem schlagen. Wir werden wollen, was er will. Wir werden in ungebrochener Gemeinschaft mit Gott leben. Gott schafft eine neue Zukunft. Gott schafft Neues in uns. Und zum Abschluss will ich noch fragen, was ist unsere Antwort auf dieses schöpferische Handeln Gottes? Was ist deine Antwort? Bevor ich dazu mehr sage, überlegt doch bitte kurz selber, was könnte eure Antwort auf dieses Wort Gottes, auf seine Verheißung sein? Unsere Antwort auf Gottes schöpferisches Handeln. Ich sehe zwei Fallen, in die wir tappen können. Beides Sackgassen. Die eine Falle ist zu sagen, Gott tut alles. Ich kann sowieso nichts tun. Also lebe ich mein Leben weiter und schau mal, was wird. Passivität. Die andere Falle ist zu sagen, und ich strenge mich jetzt an und bemühe mich um mein fleischendes Herz. Mit meiner ganzen Willenskraft lese ich Bibel, höre auf Gott, versuche ihm zu gehorchen. Beides sind Sackgassen. Sowohl die Passivität als auch der Versuch, uns selbst mit eigener Willenskraft zu verändern. Wie also kann eine Antwort aussehen? Ein paar Impulse dazu. Als erstes, dankbares Staunen. Nicht auf unser Leben zu schauen, sondern auf Gott, auf Jesus, auf den Heiligen Geist und das, was er schafft und schenkt und wirkt und tut. Jesus vor Augen zu haben, der uns dieses neue Leben im Geist vorlegt. Vor Augen zu haben, wie Jesus für uns am Kreuz stirbt, um für uns Vergebung und Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Er, der durch den Tod in das Auferstehungsleben hindurchgeht und so auch für uns den Sieg über alle zerstörerischen Mächte gewinnt. Das Geschenk des Heiligen Geistes, der uns Anteil gibt am Leben von Jesus und uns von innen heraus verändert. Lasst uns das vor Augen haben, auch wenn wir gleich miteinander Abendmahl feiern. Was für ein Gott, der sich so schenkt, der uns so viel schenkt, dem so viel daran gelegen ist, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und Anteil an seinem Leben. Dankbares Staunen, eine mögliche Antwort. Eine zweite mögliche Antwort ist unser Denkmuster von Gottes Wort in Frage stellen zu lassen. Wir würden es nie so formulieren, aber wie oft meinen wir, es besser zu wissen als Gott? Dann lassen wir sein Wort und sein Reden nicht an uns heran. Dann verschließen wir unser Herz für seine Wege, weil wir meinen, selbst besser zu wissen, wie Leben gelingt. Dann ist unser Herz hart und eigensinnig. Oder wir bleiben in der Hoffnungslosigkeit stecken, so nach dem Motto, ich kann nicht anders. Das wird nie anders bei mir, so bin ich halt. Schon vor 2 Wochen hat Thorsten Uhlig von Römer 8 her ausgeführt, dass wir der menschlichen Natur nicht dienen müssen. Wir müssen sie nicht ausleben. Wir können anders, weil Gottes Geist in uns wirkt und Neues schafft. Und an der Stelle sind wir gefragt, die Spannung zwischen dem, was schon ist und dem, was noch wird, nicht aufzulösen. Nicht so zu tun, als sei alles schon neu und unsere Gebrochenheit zu verdrängen. Aber auch nicht so zu tun, als gäbe es keine Hoffnung auf Veränderung für unser Herz. Wir leben noch nicht in der Erfüllung, aber wir leben darauf zu. Es ist noch nicht alles neu, aber es ist alles am Neuwerden.
Zwei mögliche Antworten: dankbares Staunen, unsere Denkmuster von Gottes Wort in Frage stellen zu lassen. Und eine dritte Möglichkeit will ich nennen, als Antwort auf Gottes schöpferisches Handeln, nämlich Gott unser Herz hinzuhalten und ihn zu bitten, dass er darin wirkt. Dazu gehört, ehrlich zu werden vor uns selbst, hinzuschauen, was ist da eigentlich in meinem Herzen an Angst, Fragen, Verletzungen, Bitterkeit, Hoffnungslosigkeit, Sünde. Ehrlich zu werden vor Gott und ihn zu bitten, dass er uns darin begegnet, dass er uns einen Weg führt hin zu Vergebung, Frieden, Freiheit, Leben. Dafür brauchen wir Zeiten der Stille vor Gott. Zeiten, in denen wir Gott unser Herz hinhalten, auf ihn hören, in der Bibel lesen, ihn einladen, uns zu begegnen, wo wir gerade sind, gepaart mit der Bereitschaft, Schritte zu wagen, die Gott uns zeigt, im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes. Was heißt es für dich, heute dein Herz Gott hinzuhalten? Wo sehnst du dich nach seiner verändernden Kraft in dir? Bringe es ihm. Zum Schluss dieser Predigt möchte ich einen Teil aus Psalm 51 beten. Und ich lade euch ein, beim Zuhören mitzubeten. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen.